Es ist 16 Uhr. Willkommen zu Wie heißt es und was kann es? Und heute mit dem Thema Büffel. Ja, Sie sind unterwegs und ich wollte euch heute nochmal genau erklären, welche Bürste für was taugt und wie man ordentlich bürstet. Ganz viele haben schon sehnsüchtig auf die Bürsten gewartet. Die kommen im Laufe der nächsten Woche. Sie sind abgeholt worden in England und sind jetzt mit dem LKW unterwegs. Da habe ich jetzt leider keinen Einfluss drauf, wie lange das noch dauert. So, jetzt klingelt es. Jetzt ist Pech. Gut, ich fange jetzt einfach mal an mit den Bürsten und zwar mit der großen roten Bürste. Die ist sehr stabil hier am Rand. Die ist hier extra nochmal umrandet. Ist auch ziemlich unflexibel vom Pad her. Die Bürsten sind ziemlich eng, also die Zinken. Und man sieht, die sind auch unterschiedlich von der Winkelung. Und diese Bürste ist perfekt geeignet zum Entfilzen. Jetzt bei langem Haar, deswegen habe ich extra heute offen gelassen, ist es ja so, man setzt nicht einfach oben an und zieht durch, sondern wenn man weiß, da sind Knötchen drin, fängt man unten an und arbeitet sich von der Spitze immer weiter nach oben durch. Das macht man immer erst mit der härtesten Bürste, denn jetzt kommen wir zur weichesten, mit der weichen grünen Bürste. Die ist extrem flexibel vom Pad, hat hier nochmal eine softe und eine etwas festere Seite. Die ergibt sich durch dieses Pad. In dem hellen Pad, das ist etwas weicher, sitzen die Zinken etwas lockerer und dadurch ist das Ganze etwas flexibler. Diese Bürste ist für langhaarige Hunde und seidenhaarige Hunde, wie zum Beispiel Yorkshire Terrier, Malteser und so weiter. Oder auch fürs Gesicht, für ganz sensible Hunde. Aber sie ist nicht geeignet, Knoten rauszumachen. Man übt ja und macht und tut, wenn man was Neues hat. Und jetzt möchte ich euch das mal zeigen. Ihr seht hier, da sind ein paar Zinken ziemlich verbogen. Und zwar kommt das einfach dadurch, wenn man die Bürste nicht bestimmungsgemäß benutzt. Die ist für feines, glattes oder auch welliges, softes Haar, zum Beispiel ein Pudelohr, das oder Dudelohr oder Köpfchen oder ein Gesicht, Fell, was gepflegt ist und wo keine Knoten sind, einfach fürs Finish nochmal drüber gehen, schön glatt, ein Hund, nachdem er gewaschen und geföhnt ist, nochmal drüber gehen. Dafür ist diese Bürste super, super gut geeignet. Aber wenn irgendwo Knoten sind, weil das halt alles sehr weich und flexibel ist, geht die Bürste kaputt. Genauso, was auch schon vorgekommen ist, oh mein Gott, da ist das Pad hier rausgerutscht. So, und dann hat man die Bürste hier so und dann ist hier das Pad und dann ist man im ersten Moment schockiert. Oh mein Gott, die Bürste ist kaputt. Nein, die ist nicht kaputt. Die ist einfach nur zu sehr gebogen und zu sehr beansprucht worden. Und das kann man dann hier wieder reinschieben. Zack, funktioniert wieder. Und dann hat man einfach zu doll gedrückt oder auch Knoten versucht, damit rauszubürsten. Und dann wird natürlich dieses Pad rausgezogen. Genauso funktioniert das mit der blauen Bürste. Die ist nicht ganz so flexibel, die ist medium flexibel, heißt es. Die hat auch zwei Seiten, eine helle, eine dunkle Seite. Und auch da, wenn man da Knoten mit rausbürsten möchte, kann es passieren, dass sich dann die Zinken verbiegen und nicht mehr ganz so optimal sind. Wenn Knoten sind, immer die rote Bürste, weil die ist besonders stabil, einmal vom Pad her und auch von den Zinken. Dann gibt es noch die violette Bürste.
Die hat sehr dichte Reihen und man sieht es jetzt hoffentlich Hochtiefborsten. Da ist dann eine Reihe hoch, eine Reihe tief. So sollte man es sehen. Ja, genau. Und die ist wirklich der Hammer für Unterwollhunde. Aber auch da nicht für verfilzte Unterwollhunde, sondern für, ich sag mal, normale Unterwollhunde. Alles, was verknotet ist und verwirrt, ja, ich bin auch verwirrt, verhakt und verknotet ist, dafür sind die roten. Wir haben auch eine kleine rote, die große rote. Die kleine ist halt wirklich perfekt für unter den Armen oder im Gesicht, wo es dann auch nicht so toll ist, am Bart. Da haben wir auch zwei Seiten, eine mit etwas längeren Zinken und eine mit etwas kürzeren Zinken. Hier sind die Zinken in Reihe und hier sind die Zinken versetzt. Mit der Seite, mit der in Reihe, bekommt man auch bei den Kleinen richtig schön hinter den Ohren oder auch bei den Großen richtig schön hinter den Ohren den Filz rausgekämmt. Und jetzt noch was zum Bürsten und Kämmen. Nicht im trockenen Fell heißt nicht im nassen Fell, sondern ich zeige euch das mal. Das ist das Haar. Und wenn das Haar etwas länger nicht gewaschen und gepflegt wird, dann fangen diese Haarschuppen an, sich so aufzustellen. Und dann sieht man ganz klar den Unterschied zwischen diesem Haar und diesem Haar. Das ist dann aufgeraut und die Haare gleiten nicht so schön aneinander vorbei und verhaken sich ineinander. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass die Haare abbrechen und man nicht wirklich gut durchkommt, viel, viel größer, wie wenn das Haar von der Oberfläche her richtig schön glatt ist. Dafür benutzt man ein Pflegespray. Da mache ich aber noch mal ein ganz separates Video drüber, über Pflegesprays, über wie entfilze ich richtig. Das kommt noch in einem anderen Video. Also immer versuchen, entweder den Hund frisch waschen und dass das Haar dadurch ordentlich gepflegt ist und diese Schuppenschicht schön glatt anliegt, oder ein Pflegespray nehmen und dann mit dem Bürsten vom Ansatz zur Spitze hin bürsten. Ich bürste immer mit einem gleichbleibenden Druck. Ich bürste mit dem gleichen Druck, wie ich die rote nehme, mit der blauen oder mit der grünen. Es braucht keinen besonderen Druck auf den Hund, dass man damit macht, durchzieht und den Hund malträtiert. Das geht ganz leicht. Die Arbeit machen die Bürsten mit ihren unterschiedlichen Zinken, mit ihrer unterschiedlichen Festigkeit und Nachgiebigkeit. Es ist immer der gleiche Druck von der Bürste, egal ob ich die rote Bürste nehme, die blaue Bürste, die violette oder am Schluss die grüne. Es ist immer der gleiche Druck und immer der gleiche Arbeitsvorgang von der Spitze zum Ansatz. Und zur Kontrolle, wenn ich dann den Hund gebürstet habe, gehe ich dann durch und merke, ah, da bleibe ich hängen im Haar. Nee, doch nicht. Jetzt, oh, da bleibe ich hängen im Haar, da komme ich nicht durch. Okay, also ziehe ich den Kamm nicht durch, ja, und reiße damit Haare aus, sondern ich gehe wieder hin mit meiner roten Bürste, bürste, von der Spitze bis da, wo mein Knoten war. Und dann gehe ich noch mal mit der feinen Bürste hinterher und dann ist das Haar schön gekämmt. Und so bürstet man ordentlich mit den Bürsten, rot, dann von fest,
Rot nach Blau für den Dudel, Pudel, egal welchen Hund, oder mit der Unterwollbürste oder dann mit der feinen grünen Bürste. So, ich hoffe, ich habe euch die Bürsten schön erklärt und ihr wisst jetzt, welche Bürste ihr nehmt, nämlich immer erst eine rote Bürste, um die Knoten rauszuholen und dann entweder die Allrounder-Bürste, die Unterwollbürste oder die Bürste für feines Haar. Ja, das war's jetzt für Samstag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und bis demnächst. Macht's gut!